Konnichiwa und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Star Wars, Lego Star Wars, die komplette Saga. Diesmal mit Lamassu, dem königlichen, dem Premierminister von Kamino. Und ja, ich rede das gerade so komisch wegen ihm hier, weil er so eine gehobene Persönlichkeit ist. Aber darum geht's nicht. Das letzte Mal haben wir Episode 2 so gut wie abgeschlossen, also die 100%. Und ja, haben einige Extras freigeschaltet. Mal gucken hier. Super Gonkai war schon gratis Geld. Dann haben wir hier Sturmtruppen entwaffnen. Perfekte Ablenkung. Und Machtgriff. Ich kann mir vorstellen, das heißt, wir ziehen die Druiden wahrscheinlich oder so an. Keine Ahnung. Die Fahrzeugbombe kennen wir schon. Und ansonsten, ja, war es da noch nicht so viel. Und wir haben fast 60 goldene Steine. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit Episode 3. Hier sehen wir schon, es sieht schon ein bisschen voll auf. Ne? 16 von 20 goldenen Steine. Es fehlen nur noch ein paar Stück. Hier fehlt wirklich nur ganz wenig. Also das wird sich noch erledigen, wenn wir die entsprechenden letzten Sachen haben. Und wir gehen mal gleich rein in Der Kanzler in Gefahr. Los geht's. Und diesmal nehme ich... Ich würde sagen, wen hatten wir noch gar nicht? Ich nehme jetzt mal Shakti. Ja, das Verrückte an der Sache ist, es gibt in Lego, in der Star Wars, also im Originalfilm, eine nicht verbindete Szene, wo Grievous Shakti gefangen genommen hat und sie vor den Augen der Jedi-Meister, also Obi-Wan und Anakin, vor den Augen ersticht. Und dann gibt es eine weitere Szene hier in Lego Star Wars, wo Anakin sie also tötet. Und in The Force Unleashed Star Wars wird sie von Starkiller getötet. Also Shakti wird einfach nicht in Ruhe gelassen. Und deshalb, wir sehen ja auch schon, ne, werden wir sie einfach mal spielen. Und da ist auch Grievous, er wartet schon, ich bin am Leben, Alter. Es passt irgendwie, dass wir Shakti spielen wegen Grievous. Und ja, so ein bisschen die Revenge. Shaktis Revenge. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Warum explodiert das eigentlich so? Warte mal. Was habe ich denn an? Was explodiert denn da so? Machtgriff. Explodierende Blasterstrahlen. Ach so. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht mit den Blasterstrahlen, weil somit werden die auch gleichzeitig alles vernichtet. Das werde ich aber mal wieder ausmachen. Oder? Ich weiß, ich lasse es mal an. Fertig. Mal schauen. Ja, ganz ruhig, Freunde. Aha, das macht Spaß, ne? Der Null-Schwerkraftsprung, also der Machtsprung, ist einfach perfekt. Ist eigentlich witzig. Mal gucken. Jawohl, ja. Okay, das ist ziemlich cool. Also für, das hat, okay, das ist eigentlich ziemlich gut für Jango Fett. Somit können wir die Feinde schnell erledigen. Guck dir das an. Es ist natürlich, ein bisschen extrem, aber ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool. Es geht vor allem schneller, man stirbt nicht so leicht. Okay. Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Hier brauchen wir C3PO. Oder... Und natürlich Nummer 8. Das sollte auch nicht so schwierig hier sein. Wir haben ja den... Ah, Nummer 9 schon. Das heißt, wir brauchen nur noch einen und den roten Stein. Dann haben wir alle zusammen. Und hier kommen wir... Ach so... Alles ergibt Sinn. Okay, der Kampf gegen Dooku, natürlich, war ja klar. Machen wir natürlich mit Jango Fett. Und Dooku ist erneut gestorben. Das ist ein bisschen traurig schon. Warte mal.
Nicht, dass ich hier was verpasse, aber ich glaube. Ich weiß, ich habe gerade was übersehen. Unverzeihlich, aber. Hast du das gesehen? So. Und ich denke mal, hier wird sich noch einiges befinden. Und was haben wir hier? Eine. Ernsthaft. Der alte Trick mit der Mauer. Das finde ich irgendwie total witzig. Nein, wirklich. Halt. Okay, der war sehr, sehr simpel versteckt. Der zehnte. Und einer fehlt ja noch. Der könnte sich hier befinden, aber ich glaube. Also einer fehlt noch. Und zwar, oder? Ja, 10 von 10. Und der rote Stein fehlt auch noch. Das heißt, der wird sich noch irgendwo befinden. Da bin ich mal gespannt. Wir sind ja kurz vorm Ende. Ich glaube, hier war der, ne? Aber wir müssen ja sowieso nochmal zurück. Also, ich renne jetzt erstmal. Renne, du Penner. Na los, Obi-Wan. Wow, das ist eine Geschwindigkeit. Ich würde fast vermuten, hier ist irgendwie so was. Aha! Habe ich doch gewusst. Mission completed. Yes. Dankeschön. In diesem Sinne. Mission completed. So. Speichern und beenden. Und wir haben Super Astro Mech. Okay. Und natürlich wieder ganz viele Steine gesammelt. Und auch das abgeschossen. Und es ist irgendein Transporter. Ja, und somit haben wir schon fast, ja. Und den 60. Minikit haben wir damit auch. Ein Traum. Ja, das war's. Ich glaube, das war auch amtlich. Und ich würde sagen, ohne weitere Verzögerung geht's gleich mal weiter mit dem nächsten Kapitel. Ja, guck mal hier. Das ist wunderbar. Genauso wie hier. Das lief, das ist hier aber klasse. Und jetzt geht's gleich weiter mit General Grievous. Und wir bleiben bei der Besetzung. Los geht es. So kleine Rache an. Kleine Rache an Grievous. So, dich lassen wir mal ganz außer Acht, denn wir müssen ganz woanders hin. Ja, wir machen jetzt. Okay. Hier können wir noch gar nicht hin. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht das Level kaputt, oder? Oh, aber wo? Na bitte sehr. Da kommen wir bestimmt noch hin. Was ist das denn? Die Rache von Shakti, würde ich mal sagen. Das ist nicht die Rache von Shakti, das ist. Ja, warte mal. Okay, das war ein bisschen doof. Hm.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen. Oh. Zwei Shaktis. Das ist die ultimative Rache. Okay. Ja, okay, das haben wir ja schon erledigt, stimmt ja. Das ist wunderbar. Der letzte. Ja, jetzt wird's aber amtlich hier, Freunde. Mann, ey. Okay. Nummer 7. Die Frage ist trotzdem. What in the hell is going on? Nee, ist mal ehrlich. Gut, das haben wir schon geholt, da brauchen wir nicht mehr gucken. Aber wir brauchen ja noch die anderen Sachen, das heißt. Da waren wir auch schon. Wie auch immer. Guck mal. Na toll. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen da rüberfliegen, wa? Ah. So wird ein Schuh draus. Nummer 9. Und hier geht's noch weiter. Was ist das denn? Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Alter, voll. Voll der Bombenraum erstmal hier. Egal, was es ist, ist. Das ist irgendwie. Das ist bestimmt. Ich weiß. Ach Mann, ey, warum sind hier Bomben überhaupt verteilt? Ja. Ja, Minen, ich habe keine Ahnung. Was? Ah! Und den roten Stein auch. Ja, hauen wir wieder ab. Oder gibt es hier noch einen anderen Stein? Einer fehlt ja noch. Okay, vielleicht hätte ich das so machen müssen. Ich hab's gewusst. Ich wäre jetzt hier wieder rausgerannt, unwissend wie ich bin, ne? Und dann wäre der Polen offen gewesen, also. Ja, Grievous. Obwohl, komm. Ganz ehrlich. Das Level ist sowieso gleich zu Ende. Und ich möchte, dass Shakti einmal die Chance bekommt, ja, Rache zu üben. Bam! Das ist viel. Super Jedi-Schlaf freigeschaltet. Ein Traum, ja. Und wir halten natürlich 2.200.000 Steine. Es ist unglaublich. Und erhalten Anakins, ja, das ist Anakins Jäger. Und kriegen auch nochmal Geld dazu. Ich würde sagen, es läuft. Also das war jetzt auch ziemlich schnell. Das heißt, das wird auf jeden Fall bei dem anderen Level hinterherkommen. Und jetzt kriegen wir nochmal 100.000 dazu. Was denn da los? Ach, weil wir jetzt die Hälfte haben. Wir haben jetzt tatsächlich die Hälfte aller goldenen Steine. Und jetzt gab's 100.000 extra. Oder nicht? Doch, das muss ja so sein.
Würde ich mal vermuten. Weil sonst, da hat er Katsching gemacht und dann war es vorbei. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt den anderen noch kaufen können. Also den goldenen Stein. Wir können ihn kaufen! Wir haben jetzt alle goldenen Steine, die es zu kaufen gibt, gekauft. 14 goldene Steine und haben somit 36,4% spielen 13 Stunden und haben 62 goldene Steine. Also die Hälfte haben wir ungefähr erreicht, würde ich mal sagen. Fast die Hälfte. Auf jeden Fall gab es jetzt irgendwie 100.000. Vielleicht war man Zehntel schafft, ich weiß nicht, die Hälfte. Ja, das soll es gewesen sein für diese zwei Kapitel. Ich mache mal so in zwei Kapitelmaßen. Das nächste Mal machen wir denn die nächsten zwei und bringen das Ganze dann zu Ende, würde ich mal sagen. Und dann machen wir noch ein paar Bonus-Zeug und dann geht's normal weiter mit Episode 4, 5 und 6. Also die normale Story und danach machen wir das gleiche denn bei denen hier mit den 100%. Und ja. Ich bin sehr gespannt, wie es werden wird. Das war auf jeden Fall jetzt Shakti-Time und wir sehen uns das nächste Mal mit einem anderen Jedi wieder. Ich sage Adi Gandosmas, Saonara und möge die Macht mit euch sein.